Servus zum neuen Technikvideo. Ich bin's wieder, der Hans-Peter. Und heute schauen wir uns mal die Mehrfach-Zapfhallengeschwindigkeiten an, was ein moderner Traktor heutzutage hat. Und das sieht man am besten beim Eingrasen, Mähwerk mit Ladewagen. Und das schauen wir uns heute an. Traktortechnik am Freitag mit Hans-Peter Bucher. Heute die Vierfachzapfwelle. Für diesen Einsatz hat Hans-Peter einen Lindner Lintrak 90 mit Frontmähwerk und Ladewagen vorbereitet. Das Mähwerk braucht 1000 Zapfwellenumdrehungen pro Minute, der Ladewagen weniger. Hans-Peter entscheidet sich für die 430er Drehzahl, die er mit zwei Hebeln rechts neben dem Sitz einlegt. Per Knopfdruck werden dann beide Zapfwellen aktiviert. Eine Anlaufsteuerung schont die Geräte. Alles läuft im optimalen Drehzahlbereich. Die Mähscheiben rotieren schnell für einen sauberen Schnitt. Der Ladewagen läuft langsam, um das wertvolle Futter schonend aufzunehmen. Da die gewünschte Zapfwellengeschwindigkeit bereits bei niedriger Motordrehzahl anliegt, spart Hans-Peter Diesel. Der mechanische Antriebsstrang gewährleistet einen hohen Wirkungsgrad. Vier Zapfwellengeschwindigkeiten gehören beim Lintrak zur Serienausstattung. 430, 540, 750 und 1000 Umdrehungen pro Minute. So steht für jeden denkbaren Einsatz die passende Drehzahl zur Verfügung. Bei schweren Arbeiten wählt man eine niedrigere Drehzahl und kann auf Leistung fahren. Bei leichten Tätigkeiten legt man eine größere Übersetzung ein, um Kraftstoff zu sparen. Ein weiteres Beispiel ist der Einsatz mit dem Kreiselheuer. Trockenes Futter ist empfindlich, deshalb fährt Hans-Peter auch hier mit der 430er Zapfwelle, um die Bröckelverluste gering zu halten. Frisch gemähtes Gras kann man mit hoher Drehzahl kreiseln. So erreicht man einen intensiven Aufbereitungseffekt, der den Trocknungsprozess beschleunigt. Bei manchen Traktoren gibt es zusätzlich eine Wegzapfwelle, die ihr Drehmoment nach dem Fahrgetriebe abnimmt. Damit hängt ihre Drehzahl und Richtung vom gewählten Gang und somit von der Fahrgeschwindigkeit ab. Diese Zapfwelle hat heute nur mehr geringe Bedeutung. Sie kommt beispielsweise in Kombination mit Triebachsanhängern zum Einsatz, um in schwierigem Gelände die Traktion zu verbessern. So, jetzt habe ich gesehen, wie das funktioniert mit dem Mähwerk und mit dem Ladewagen eingrasen, mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Weil für was verwendet ihr die Vierfachgeschwindigkeiten? Schreibt sie bitte unten hin und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der Woche beim nächsten Technikvideo wiedersehen.